Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls mit dem Wikinger. Hallo. Hi. So, du hast dich schon erfolgreich durch Anor Londo durchgekämpft gegen die ganzen roten Phantome, ich jetzt noch nicht. Mal gucken. Genau so sieht's aus und ich bin jetzt auf der Suche nach dem Ort, wo man das Symbol legen kann. Ich bin schon gespannt, ob ich das jetzt schaffe. Die Sequenz lasse ich mal laufen, das sieht schon geil aus, die Stachelrüstung. Okay. Unten auf der Treppe bei den Gargoyles. Da kann man gerufen werden. Oha. Ja. Wahrscheinlich kommen jetzt alle Gargoyles bei dir, ne? Hier ist erstmal nur einer, den habe ich erst mal mit einem Hieb wirklich den Schwanz abgehauen, ne? Okay. Ich überlege gerade diese Viecher, die einen hochtragen nach Anor Londo, ne? Mhm. Der hat dich ja nur an den Armen. Stell dir mal vor, du hast eine tonnenschwere Rüstung an. Ist richtig unangenehm. Wahrscheinlich, ja. Kugelst du erstmal schön die Arme aus. Und dann sollst du gleich weiterkämpfen. Aber Anor Londo sieht immer noch geil aus. Sieht richtig, richtig geil aus. Ich glaube, ich habe mir die Sequenz jetzt schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr angesehen. Ist lang her. Ist richtig schick. Der andere Gargoyle wackelt schon. Oha. Ich habe ja so ein bisschen Angst, Vicky, ne? Bist du ja... Ja, ihr habt es vielleicht gesehen. Bei jedem hat es vorgespult, denke ich. Ja, ich hoffe. Du hast ein bisschen gebraucht, ne? Ich habe ein bisschen gebraucht. Das ist irgendwie um... Vielleicht nochmal 10 Minuten insgesamt. 5 Minuten, 10 Minuten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich gleich durchrennen soll. Ich traue mich jetzt gerade nicht. Nee, durchrennen kann ich vergessen. Da kommen sie schon. Also ich würde es dir empfehlen, sie oben auf den Platz zu locken und ja, dann drumrum und runter. Dann bist du an den ersten Vieren vorbei. Und genau. Bei mir war das übrigens letztens nicht mal ein Fehler gewesen, irgendwie, dass ich, dass die Leute da, ne, wegen denen ich nicht ins Leuchtfeuer konnte, sondern ich musste echt reloggen, weil, warum auch immer. Deswegen, ich hätte sie wahrscheinlich nicht mehr bekämpfen müssen, wenn alles gepasst hätte. Ja. Aber so habt ihr einen spannenden Kampf gesehen. Boah, wenn das jetzt schon so schwer ist, ey, ich krieg's kotzen. Oh gut, Anna ist schon tot. Oh, man sieht den Flaschenhals hier in der Felsen. Das ist der Wahnsinn. Was? Oh nein! Was? Oh wow. Ich hab mich rumgedreht und hab eins von diesen Viechern abgeschossen, außer sie mit meinen Kristallseelenmassen, die mich hergetragen haben. Oh nein, komm, nicht töten. Nicht töten! Nein, nein, nein. Vicky, ich hab's geschafft. Bist du unten oder was? Ich hab mich durchgemogelt. Einfach durchgerannt oder was? Ja. Ich hab einen getötet und die anderen drei lasse ich jetzt gerade hinter mir. Ich hört mich mal. Ich laufe jetzt weiter. Ich laufe jetzt weiter. Oha. Also ich hab zweimal für einen ganz normalen Typen habe ich zwei Kristallseelenmassen gebraucht. Oha. Kannst du dir denken, ne? Das ist mein stärkster Zauber. Und das wird nicht besser hier, ne? Nope. Oh nein, die auf der anderen Seite. Ah, lauft noch nicht. Die laufen schon los. Nein, 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 nein. Aber es müsste gehen, wenn du ans Leuchtfeuer rennst. Ja, mach ich jetzt auch. Ich laufe dann auch direkt zum Aufzug durch. Lauf! Du faule Sau. Hast du eine fette Rüstung an? Nee, ich kann auch nicht, Vicky. Ich lock mal kurz aus. Ja, das ist echt das Beste. Bei mir ging das dann. So. Dann kann ich ja gleich mal kurz meinen Wecker stellen. Habe ich ganz vergessen. So. Ich leg schon mal mein Symbol hier, ne? Ja. So, ich hab mich hingesetzt. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen erleichtert ist, weil der Kampf, den ich hatte, und ich mach echt nie wenig Schaden, ne? Ich mach richtig viel Schaden sogar. Ich mach wenig Schaden. Vicky hat halt mal eben noch 10 Minuten rumgekämpft. Und ich hab jetzt innerhalb von 2 Minuten zu Glück gehabt und bin einfach durch. So. Bin auf dem Aufzug. Sehr schön. Unten liegt dann direkt oben Kopftreppe, also schon 3 Stufen runter oder so, liegt dann mein Zeichen. Okay, bei den Gargoyles, ja? Bei dem einen Gargoyle, ja. Achso, ja. Der ist doch nicht schwer. Och, da kommt er ja schon. Einfach süß. Der hat meine ganzen 3 Stacheldinger gefressen, weil er einfach gegenlaufen ist, haben die verpufft. Ich leg's mal ein bisschen weiter unten hin. Oben ist vielleicht scheiße. Wow. Der fliegt was einfach war? Mal über meine Stacheln drüber. Meine Stachel Zielflugseelen. Meistens. Was eigentlich ziemlich OP ist. Ja. Also zumindest im PvP ist das schon ziemlich hart. Da können die auch alle fliegen, ja. Okay, also ich. Ah, ich bin nicht menschlich. Ehrlich? Ja. Dann leg dein Zeichen, ich bin menschlich. Nein, ich gehe jetzt zurück zum Leuchtfeuer mit meinem Ruhestein. Heimkehrknochen. Aber der kommt ja eh nicht. Also, ne, ist ja jetzt vorbei. Der kommt ja nicht ein zweites Mal, der Gargoyle. So, wusch, bin menschlich. Wenn du den Trick kennst vom Aufzug, du kannst ja auch drüber springen, dann bist du auch ruckzuck unten, von daher. Drüber springen?
Du kannst über die Brüstung springen, dann direkt runterrollen. Das ist eine Speedrun-Taktik. Echt? Ja. Yep. Ich guck mal, ob ich es hinkriege im Video. Da kriege ich nicht immer hin, aber manchmal ja. Und da fährt er gerade runter, der Aufzug. Das ist doof. Deswegen musst du eigentlich direkt, wenn der Aufzug runterfährt, musst du schon draufkommen und dann... Ne? Ich bin jetzt kein Profi im Speedrun. Nicht, dass ihr das denkt. Auf keinen Fall bin ich das. Vor allem ich schon. Ja, Vicky macht es in einer halben Stunde ohne Glitch. Schafft und ohne Controller. Ja. Sondern nur mit Bongos. Ja, mit der Nintendo-Steuerung mit den Bongos. Mhm. Weil es Dark Souls ja auch für die Wii gibt. Macht er das. Einfach so. Obwohl es das gar nicht gibt. Das habe ich mir selber gebaut. Mhm, aber ich habe es geschafft. So, ich sehe dein Symbol leider nicht. Warte mal. Oh, jetzt. Direkt aufgetaucht. Ich gehe schon mal runter auf die Schräge, ja. Weil ich glaube, wir sollten noch nicht zusammen hinlaufen. Kannst du das gut mit der Stelle hier, oder? Ja, klar. Leicht. Ist ja bloß oben ein bisschen Balance. Also da renne ich dir sogar drüber, wenn du willst. Ich mach das auch immer. Na, manche tun sich da schwer, ne? Ja, lass ich dich mal vorlaufen. Machen wir es mal so. Ich glaube, aber im Let's Play habe ich mich ein bisschen... Da habe ich, glaube ich, ein paar Probleme gehabt, aber mein Gott. Okay. Da habe ich es aber schon echt lange nicht mehr gespielt gehabt. Ach, hier oben kommen ja jetzt die ganzen Typen. Genau deswegen. Hm. Das ist aber nicht so schlimm. Schaffst du, ja? Ja, klar. Ach, du hast ja ein Großschild, haha. Mhm. Was? Du machst ihm gar keinen Schaden. Macht nix. Ach, du schubst den dann mit runter am Schild. Ja, ja. Ach ja. Gehst du mal weiter, bitte? Ja, ja, ich hab mich gerade geguckt, wo der andere ist, weil ich runtergeguckt hatte. Ich hol den dann von der anderen Seite. One hit. Sehr gut. Ich mach den Rest, den letzten. Die sind ja eh sehr selbstmörderisch unterwegs, die Jungs, ne? Mhm. Ja, ich hab den Kronleuchter runtergeworfen noch. Jojo. Wenn das genehm war. Ja. Kann man mal machen. Ja, easy. Ja, easy. Ich weiß noch, dass ich hier am Anfang richtig gekotzt habe, ne? Ich wusste zumal am Anfang gar nicht, wo lang, ne? Ach, du rollst da runter. Okay. Mhm. Kann man auch mal machen, ne? Kann man mal machen. So, kann man machen. Schau mal, die Plattform. Du läufst bei mir ganz komisch gerade. Der wartet unten schon. Bist du nicht geheilt worden? Doch. Okay, es ist sehr komisch online. Manchmal sieht man das nicht so. Na gut, Heilung ist nie sehr viel, ehrlich. Oh Gott, Vicky, die kommen schon die Treppe runter, die großen. Siehst du? Echt? Na, guck mal. Achtung, ich lass sie. Oh Gott, das Vibrieren ist nervig. Ein bisschen. Ein bisschen. Genau das meine ich. Oha. So, ja, ich zünd mal ein paar Zauber. Lenkst du sie ab? Ich mach den Gargoyle. Könnte ich auch machen. Ey! Hey. Der einfach hoch. So, Gargoyle ist tot. Oh, ich hab die Hellebarde und den Helm bekommen. Achtung, da vorne. Siehst du? Alter, diese kleinen Schweine, ey. Lenkst du sie ab, dann kann ich sie beschießen. Jo. Yes. Oh ne, geht nicht durch. Doch, geht durch. Ich kann eben wirklich alles wegblocken, ne? Ich nicht. Geht direkt aufs Brett. Oh. Sehr schön. So. Das wär's. Ich hab die Nase. Ja, es geht mir immer so, wenn ich Schiss hab, ich schon festgestellt. Ein Riesenschild. Brauchst wenn du Schiss hast? Ja, bei Horrorspielen, dann juckt mir immer die Nase. Echt? Ja, ich weiß auch nicht warum. Wow. Die sind fies. Ich hasse sie. Die haben echt fiese Patterns, ja. Warum bin ich denn so schwer? Achso, ich hab... Ich hab auch eine schwere an, das geht aber. Nee, ich bin eigentlich gerne so ganz schnell agil und Flugrolle, weißt du, da wo man in die Luft springt und in der Luft schon so einen halben Salto macht. Mhm. Die habe ich lieber, aber ich bin gerade zu schwer beladen und habe nicht den Habelring. Hier ist es sehr lustig, das Ding. Weil wenn das dich angreift... Fällt's runter. Manchmal. Ja, eben. Na komm, na komm, na komm.
Boop. Die können ja eigentlich fliegen, ne? Und trotzdem sterben sie. Hat das Spiel gut gemacht. Hat das Spiel richtig gut gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Wow. Super. Ich kann nichts machen. Bei den Viechern ist es jetzt die Bogenschützen, die laufen, glaube ich, schon von selbst in ihren Tod. Wo schießt der hin? Weiß ich nicht, aber die laufen jetzt eigentlich von selbst in ihren Tod schon. Finde ich lustig. Ja, der läuft los, da kann ich mich mal heilen. Oh, okay. Warte, lass mal vorgehen, bitte. Dich? Ja. Oh nein, er schießt auf mich, aber er trifft nicht. Kann man nämlich super parieren, die Silberritter. Wenn er sein Ding rausholt. Also dann, aber ansonsten nicht. Wenn er sein Ding rausholt, Vicky. Mhm. Ernsthaft? Ja. Ja, hier? Geh weg hinter mir. Bitte hinter mir weg. Ach so, okay. Bam. Wo ist denn der andere? Keine Ahnung, der ist wahrscheinlich tot. Der ist tot. Die fallen ja irgendwie schon runter früher, wow. Das war lustig. Ups. Die schwerste Stelle im Spiel hier, finde ich. Die nervigst. Also ich fand's so frustrierend. Mhm. Das war der Punkt. Gefallen, kannst du dich in den Tod stürzen, bitte? Dann kann ich mir das Leuchtfeuer holen. Jetzt bist du schon runter, ne? Ich kann mich opfern. Oh was? Der hat ja einen Schildschlag gemacht. Weißt du, warum ich auch nicht so gerne Großschilde habe? Dann kann ich mich besser parieren. Ich pariere halt ungern. Warum ist der eben gestorben? Ich lass mich mal hier sterben, ne? Okay. Hä? Ich glaube, der ist schon rausgekommen. Warum? Weiß ich nicht. Komm, die Leute sind ja schon gespannt, wie wir uns bei O&S anstellen, ne? Mhm. Aber ich glaube, das kommt dann auf deinem Part. Das wird lustig. Ja, komm. Kommt, ihr Schweine. Boah, Alter. Wenn sie aber alle mal zuschlagen, dann schlagen sie richtig zu. Komm. Oh, ich sehe es gerade. Ich sehe nur Zahlen. Soll ich dir dann helfen kommen? guck mal rein in den Flur. Hä? Geh mal raus auf den Gang. Ne, lieber nicht. Da kommt... Oh Gott. Ich hoffe, du stirbst nicht. Ich kann nichts machen gerade. Ich kann nicht ans Leuchtfeuer, Vicky. Ja, ich weiß. Ich weiß, warum. Aber draußen sind zwei Mimics, ein roter, schwarzer Ritter. Und wahrscheinlich noch einer. Ich sehe es gerade. Ich habe bloß die Mimics, das sieht so lustig aus, wenn die runtergehen. Das ist so gut, ey. Dass die Mimics rumlaufen, das finde ich cool, weil die sehen eigentlich cool aus. Aber die sind halt immer scheiße, wenn sie draußen sind und die sehen cool aus. Ja, okay, die Mimic ist tot. Die kommt nicht durch die Tür übrigens. Zu groß? Ja, ich kann nicht ans Feuer, das ist die ganze Zeit deaktiviert. Ist es wieder mit Reloggen oder sowas? Nee, das sind die Mimics, glaube ich. Ja gut, die kannst du ja jetzt alle tot machen. Ich meine, durch die Tür und du hast halt einen Raum und das mag ja alles gehen. Die sind trotzdem gefährlich. Die können treten und dann treffen sie mich. Niemand hat gesagt, da trittst du nämlich. Nee, Mimic. Nee. Wow, die macht einen Drehkick, der zieht mir mal zwei Drittel des Lebens ab. Echt? Ja. Na gut, Mimics sind aber schon immer hart. Ja, sind sie. Wow. Ich kann nicht... Jetzt ist es tot. Also ein Leuchtfeuer. Ich kann nicht ans Leuchtfeuer, Vicky. Ich gehe nochmal kurz raus und rein ins Spiel. Das ist kacke, ne? Das ist manchmal richtig kacke. Das geht aber nur in Anolondo bisher nicht so gut. Der Rest ist okay. Ist komisch. Ja. Jetzt habe ich es gehört. Wuff. Okay. Soll ich dich abholen oder kommst du irgendwie rein, meinst du? Ich bin schon oben auf den Balken unterwegs. Ah, cool. Dann hacke ich hier schon mal alles kaputt, bis du da bist. Ja, und ich guck mal. Ach, warte mal, ich zeig noch bei mir den Black Eye Orb. Weil ich habe ja noch, Ach, den hast du? Ach stimmt, die wurde ja getötet. Ja. Ja, das kannst du ja mal zeigen, weil das, habe ich nicht. Wow, bei mir ist ein... Wow. Alter, der rote Junge. Und von hinten kommt noch einer mit einem Speer. Roter Junge! Ob ich es schaffe, durchzurennen? Vielleicht. Weil dann würde ich mir gerade mal andere Klamotten anziehen. Also so, dass ich... easy unterwegs bin. Fabring.
Nicht Fabring. Doch, Favor and Protection. Ne, den meine ich aber nicht. Oh Gott, und von oben ist noch einer am Drachen. Bogen. Oh Gott, die fallen alle von oben runter. Ich krieg zu viel. So, ich bin nackt. Nur mit Schild und Telebade, damit ich nämlich so rollen kann. Okay, die Ritter. Okay, die Ritter sind alle tot. Oh, der Gargoyle ist bei mir runtergefallen. Was ein Idiot. Wow, und die Ritter blockieren sich. Oh Gott. Wow. Dieser scheiß Bogentyp mit seinem fetten Bogen ist hier drin. Also so schaffe ich Onstein und Smaug nicht. Wenn ich alles jetzt schon versauf. Oh Gott. Dieser rote Typ, ne? Mit seinem Speer. Mhm. Da kommen noch mehr. Da kommen die Mimics schon. Nein. Okay, das ist noch einer mit Silberschild. Ey. Ihr seid doch wahnsinnig. Ist ja nicht ganz sauber. Pariert. Bam. So. Nein. Die Silver Knights. So, ich bin an allen Gegnern bis jetzt vorbei, einfach gehuscht. So, ich hab... Da ist er schon wieder mit seinem Drachenbogen. Au. Nein, da kommt ja noch ein roter. Scheiße! Alter! Das ist alles rot! Vicky! Ja? Vicky, ich bin tot, glaube ich. Echt? Na, noch nicht. Aber gleich. Alter Verwalter. Kann ich mich ans Feuer setzen? Nein! Nein! Ah! Alter, Leute, wenn ihr... Oh gut, ihr seht's ja bei mir. Krass. Leute, wenn ihr das sehen könntet. Alter, schön. Da stehen jetzt gerade schon wieder sechs Ritter im Raum mit mir. Draußen vor der Tür hat noch einer. Zwei rote. Ich habe eben so viele Ritter schon getötet. Ja, bestimmt fünf oder sechs. Und jetzt kommen nochmal... Jetzt kommt gerade ganz andere Londo und will mir den Arsch versohlen. Das ist unglaublich. Ist gerade ähnlich bei mir. Wo bist du denn? Ich bin jetzt leider bei den Bogenschützen, aber ich habe keinen einzigen Gegner bis jetzt getötet halt. Oh, ich kann... Okay. Ist doch super. Nein, ich habe alle hinter mir. Achso. Wenn du drin bist, Leuchtfeuer, versuch's mal. Ich leg da mein Symbol gleich. Oh Gott, nein. Werde ich invasiert? Das kann passieren. Weißt du, was ich mache? Ich mache einfach die Tür zu. Die Gegner können keine Türen öffnen. Wenn ich da die Waffen durchblitzen sehe, dann steche ich sie einfach ab. Anor Londo war mein liebstes PvP-Gebiet. Ich weiß. Habe ich auch gerne gemacht, im blauen Eid. Fuck! Die Ritter können auf den schmalen Stegen lang gehen, die großen. Klar. Wieso? Wie klar? Ja, natürlich, die können überall lang. Das sind große Ritter. Ja, eben. Das sind Elefanten, die machen auch, was sie wollen. Es sind große Ritter, deswegen dachte ich ja, dass das, ne? Alter Schwede, ey. Ah, diese scheiß Viecher. Hihihi. Oh nein! Bist du tot? Ja! Ich dachte, du schaffst das, Mensch. Nee, das Ding war gewesen. Ach Gott, Kacke im Schuh, ey. Mann. Kacke im Schuh. Der war halt tot gewesen, der oben der Ritter, ne? Der mit dem Bogen. Ist runtergefallen. Und ich bin auch runtergefallen. Ärgerlich. Aber die Plattform ist unten, das ist jetzt einfach nur durchrennen. Müsste easy sein. Ey, die ganzen Ritter. Oder? Seht ihr, Leute, das haben nämlich ein paar gesagt bei mir in den ersten Parts. Ja, ist ja gar nicht so schwer, ne? New Game 7 Plus und Aggression Mod, Phantom. Ist doch scheiße, ist doch gar nicht so schlimm. Hab ich gesagt, warte mal ab, bis Anor Londo. Nee, ich hab gesagt, bis Sens Festung. Warte mal ab. Ja, gut, Sens Festung. Das war Pillepalle. Sens Festung? Jo. Sens Festung war Pillepalle. Da rennst du durch. Aber hier zieht's jetzt an, aber das hat auch, glaube ich, im normalen Spiel hier ganz schön angezogen. Silberritter halt, das ist das Schlimmste. Die waren so zahlreich. Bleiben die anderen jetzt? Wie sie schon alle die Treppe runterkommen, die Schweine, ey. Ja. Soll ich dir echt nicht helfen, komm? Nein.
Ich mach schnell Onstein's Mount First Try und. Wie? Nee. Da würde ich schön dabei sein, ja. Ja, wenn schon gleich ist recht. Hast du die Smaug-Rüstung? Machen wir Cosplay. Ich hab die Smaug-Rüstung, ja. Ja, lass Cosplay hab ich, machen. Hab ich doch extra gemacht. Ja, hab ich mal Onstein's. Also ich hab sie ja dabei sogar. Oh Gott, da sind sie. Ich hab aber nicht den Hammer. Nein! Donny! Mach das nicht! Donny? Finstergeist Donny invasiert mich. Och nein! Nein! Donny, nein! Warum tust du mir das an, Donny? Ich sterb jetzt eh. Sag das nicht sowas. Der rote Ritter, doch, der tötet mich jetzt. Ist das ein Mensch oder was? Ja, Finstergeist Donny heißt der. Mach die Tür auf. Warum legen die auch ihre scheiß Botschaften vor die Türen, Mann? Mach die Tür zu. Oh Gott. Du bist nicht schon wieder tot, oder? Vielleicht. Ich hab nur das Gamepad gehört. Haha, Dark Souls macht so Spaß. Das ist so assi. Ja, ist es. Aber das wollten wir so. Ich glaube, der kommt gar nicht zu mir rein, weil die Tür zu ist und das Vieh die ganze Zeit davor steht. Hinten kommen schon wieder die anderen, ey. Kleinen Penner, ey. Habe ich eigentlich noch ein Rundschild? Ja, ich habe ein Faustschild dabei. Hoch. Kann ich besser parieren. Yay, der Rot ist tot. Und das nur wegen so banalen Scheiß, ey. Na, ich bin mal gespannt, ob Donny die Tür aufmacht. Ich meine, du hast ja immerhin krasse PvP-Action zum Zeigen. Bisschen. Ja, ich bin mal gespannt. Na, Donny. Oh nein. Vor der Tür stehen sie schon wieder. Alter. Ich glaube, ich werde das auch vorspulen. Warum? Ja, weil es langweilig ist. Ich stehe hinter der Tür und schlag Monster durch die Tür kaputt. Die Silberritter. Vielleicht wollen das die Leute sehen. Oh ja, natürlich wollen die das. Au. So, ich bin jetzt wieder bei den zwei Spinnern. Schönen Gestalten, wollte ich sagen. Ich meine, die Dinger sind ein Two-Hit. Warum kacke ich mir dann so ein, ey? Oder warum kacke ich so ab, besser gesagt? Diese mit ihren scheiß Elektro-Scheißstäben. Mhm. Oh. Das muss ich mich natürlich wiederum beeilen, weil nämlich die komischen Viecher. Weil die diese Wege langlaufen können und ich weiß nicht wieso. Oh, lass mich raten. Oh, ich habe jetzt ein kleines Highlight hier. Wow. Okay, Donny ist tot. Donny ist tot. Ja, und lass mich mal. Ich hab vor der Tür. Ich hab Angst, Vicky. Ich hab Angst. Finstergeist Donny wurde besiegt. Das war so einer mit dem Smaughammer. Ah, okay. Und so leeres Rüstung. Ich brauchte wohl eine stärkere Waffe hier, Mann. Ich hab Angst. Na gut, können wir dann gucken. So, ich hab's geschafft. Jawoll. Was ein Gefühl. Ich muss eh gleich ans Leuchtfeuer und die resetten, weil. Ich hab keinerlei Heilung mehr. Ich bin auch am Leuchtfeuer. Ja gut, auch ich hab noch Heilung, aber... Hast du? Ich bin am Leuchtfeuer. Warum kann ich die Tür nicht zumachen? Willst du mich beschwören oder soll ich dich? Mein Video ist jetzt eh fertig. Warte. Da kommt eine ganze Menge. Hock dich ans Feuer, mach gleich aus und an. Ich muss... das rote Phantom hier draußen, das... Mach die Tür zu und setz dich... Oder lock kurz aus und wieder ein. Ich kann nicht! Warte. So. Backstep, erfolgreich ausgeführt. Ringegangen. So. Ich sitze am Feuer. Sehr gut. Dann würde ich sagen, das war's für den Part, Leute. Lasst uns ein bisschen Liebe da. Wir sehen
bei Wiki mal, ob wir nächstes Mal bis On Sun and Smoke kommen. Ich bin schon sehr gespannt, wenn ihr das auch seid. Däumchen hoch und Kommentar. Ab jetzt wird's spannend. Schreibt in die Kommentare, ob ihr gespannt seid. Oder seid ihr vielleicht sogar spannend? Spanner? Oder anderes? Lasst uns wissen. Bis dahin, Leute. Oh, tschüss. Tschüss.